Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gulli mit einem weiteren Guide zum Metro Exodus. Wir befinden uns im Level Volga und holen dort alle Postkarten und alle Notizen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Postkarte auf jeden Fall holt. Und zwar in dem Storyverlauf. Ganz am Anfang werdet ihr in die Kirche geschickt. Und ich zeige euch hier den Weg von dem Startraum sozusagen, also ja, von dem Raum, wo wir halt die Frau und den kleinen Jungen getroffen haben, von dem Raum aus, wie ihr zur Postkarte kommt. Hier an der Seite ist sie versteckt, denn ihr kommt später nicht nochmal in die Kirche. Wenn ihr hier abgehauen seid, kommt ihr hier nicht zurück und verpasst das Sammelobjekt. Deswegen ganz wichtig, diese Postkarte auf jeden Fall holen, und zwar als allererstes. Dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen, sonst müsst ihr den Level wirklich nochmal neu spielen. Aber zum Glück ist es ja am Anfang. Dann, wenn wir von der Kirche weggehen, wieder Richtung Aurora, dann finden wir hier diese kleine Hütte. Da liegt der Typ und neben dem Typ liegt Notiz Nummer 1, ein schimmliger Stamm. Das Level Volga ist ein Open-World-Level. Das bedeutet, ihr könnt die Notizen beinahe holen in der Reihenfolge, wie ihr möchtet. Einige sind auch wieder storybezogen. Das sind Bereiche, wo ihr dann erst hinkommt im Verlauf der Story. Aber das meiste könnt ihr ja so holen, und ich habe probiert, halt das Ganze einigermaßen so ja, zu verteilen, so die Reihenfolge, die Abfolge zu machen, dass es die nach Möglichkeit günstigsten Laufwege sind. Das kommt nicht an jeder Stelle wirklich 100% hin. Ich habe mir einfach die größte Mühe gegeben, wie es am besten passt. Aber ja, Gott, ne? Also der ein oder andere wird sagen, oh, ich wäre so lang gegangen, wie auch immer. Ich denke, es ist eine sehr, sehr gute Abfolge, die wir hier haben, und haben damit hier eben gerade an dieser Stelle auch schon Notiz Nummer 2 eingesammelt. Hier unten in diesem kleinen Bunker drin an dieser Stelle, wo ich leider momentan hier kurz die Notiz zu lange einblende. Sorry dafür. So, dann, wenn wir den Fred gefunden haben, auch hier storybasiert, mit ihm sollten wir reden. Und dort ist ein Safehouse, wo er ist, und dort gibt es auch die Postkarte Nummer 2. Hier vorne an dieser Stelle haben wir Postkarte Nummer 2. Wie gesagt, dem sieht oft aus wie Spielegrafik. Das Spiel gibt euch keinerlei Hilfestellung, was die Sammelobjekte betrifft. Dementsprechend dort Augen auf, kann man einfach nur sagen, um wirklich alle Objekte zu finden. Und gerade in so einem Open-World-Level wirklich, wirklich eine große Aufgabe. So, wir haben Anna gerettet oder sind dabei, Anna zu retten. Die ist hier unten in dieses Ding reingestürzt. Ihr seht, hier ist auch ein Questmarker an dieser Stelle. Ihr kommt auch später hier wieder rein. Das ist also kein Thema. Ihr kommt hier auch später wieder hin. Aber wenn wir sowieso storymäßig schon hier sind, dann können wir auch gleich hier das Sammelobjekt holen. Und das ist hier die durchnässte Notiz. Wir werden ja hier so ein bisschen durchgescheucht, um halt da hinten Strom auf diese Tür zu bekommen. Und auf dem Weg dorthin finden wir dann hier auf dieser kleinen Kiste die durchnässte Notiz. Und das ist Nummer 3 für den Level hier. Ihr seht, es wäre die zweite gewesen von der Abfolge her. Also daher, ja, achte da nicht so sehr drauf, was ich eingesammelt habe, weil man hat sich hier einfach einen Wolf gesucht. So muss man es einfach sagen. Und deswegen sind dann teilweise andere Notizen bereits eingesammelt. Und ich habe das dann halt anschließend sortiert, um für euch, wie gesagt, hier einen möglichst günstigen Weg, ja, herauszusuchen. So, hier ist so ein, ja, so ein kleiner Mutantenhort, nennen wir es einfach mal. Und dort gibt es diesen kaputten Ford Transit, nenne ich ihn einfach mal. Und dort auf dem Wagen oder im Wagen, auf dem Wagenboden, liegt die nächste Notiz, der stabile Umschlag. Und ja, ne, das Ding war extrem schwer zu finden. Wirklich extrem schwer, stabiler Umschlag. So, ein wenig weiter oben, ihr seht ja immer auf der Karte eingeblendet, habe ich ja, ja meinen Standort markiert. Und dann halt den Weg zum nächsten Sammelobjekt. Wir holen uns hier die nächste Postkarte. Und zwar dieser kleine Wagen, der hier ist. Hier sind wieder ein paar unfreundliche Mutanten. Und wenn wir die weggemacht haben, dann können wir gleich hier links, Entschuldigung, rechts natürlich, rechts in diesem kleinen Wagen. Wir sehen da schon die grüne Tür. Und dort drin wartet Postkarte Nummer 3 auf uns. Und zum Glück nicht nur die. So, Tür auf. Rein in die Bude. Und dann, da, nein, dort vorne ist er, hier ist er, gleich direkt, wenn wir reinkommen, also rechte Hand, Postkarte Nummer 3, Sammelobjekt habe ich unten geschrieben, 3 von 5, weil es 5 Postkarten gibt in dem Level, dass ihr halt einfach da nicht verwirrt seid. Es gibt hier insgesamt 5 Postkarten in diesem Level. Das hier ist Postkarte 5, ist aber die dritte für den Level, deswegen so die Nummerierung. Daneben dann gleich die nächste Notiz, und zwar die zerrissene Seite.
eine weitere Notiz, die ihr von der Liste herunterstreichen könnt. Und wie immer der Hinweis, achtet nicht darauf, was ich hier bereits eingesammelt habe, sondern geht ja einfach nach meiner Reihenfolge vor. Die Sachen sind hier nicht komplett in der Reihenfolge eingesammelt, wie es sein sollte. So, weiter oben hier wieder so ein kleiner Mutantenhort. Jedenfalls besser, so eine Gegneransammlung auf alle Fälle durch dieses Dreieck dort markiert oben in der Ecke. Oder besser gesagt, genau in der Mitte der Insel. Natürlich muss man sagen, das ist genau hier in der Mitte der Insel. Dort finden wir gleich Notiz Nummer 6, das staubige Arbeitsheft. Und zwar auch wieder in so einem kleinen Wagen drin, so ein kleiner ehemaliger Container. Ein Container ist es, würde ich mal sagen. Wie gesagt, normalerweise noch ein paar Mutanten hier oben drauf und drumherum. Die haben wir jetzt schon weggemacht an dieser Stelle. Jetzt kriegen wir auch eine besondere Ortmarkierung, nenne ich es einfach mal. Dann hier wieder mit LB und X das Feuerzeug zücken, jeweils so auf der Xbox. Und dann haben wir hier mehrere Sachen. Ich nehme das hier schon mal auf, das ist eine Verbesserung. Für die Verbesserung kommt noch ein eigenes Video. Alle Verbesserungen, ich habe selber noch nicht alle beisammen, deswegen kommt dafür auf alle Fälle ein eigenes. Ich zeige euch aber hier bei den Sammelobjekten auf alle Fälle halt auch, wo ich die aufnehme, besonders wenn halt direkt neben einer Notiz eine Verbesserung liegt. Dann nehme ich die natürlich auf, sodass ihr die auf gar keinen Fall verpasst und schon mal mitgenommen habt. So, damit geht es rüber zur nächsten Notiz. Auch hier haben wir diesmal einen Banditenhort an dieser Stelle. Wieder einmal so ein bisschen im Kreis gedreht. Normalerweise könntet ihr unter der Treppe hier durch diese Tür. Das wäre der angenehme Weg. Die Tür ist aber momentan noch verriegelt. Da kommen wir nicht rein. Deswegen gehe ich mit euch den oberen Weg lang. Obwohl ich hier auch schon alles weggemacht habe. Hier sind noch so ein paar kleine Fallen, die ihr hier mit einem Seitenschneider abkneifen könnt, um keinen Lärm zu verursachen. Neben der Tür selber gibt es auch wieder eine Verbesserung, von der ich gerade schon mal geredet habe. Und hier in der Mitte finden wir gleich eine Notiz. Und zwar dort hier auf diesem kleinen Tisch haben wir die Notiz, der gefaltete Brief. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz rüber zur Verbesserung, weil die, wie gesagt, hier gleich direkt um die Ecke ist, damit ihr die nicht verpasst. Aber auch hier nochmal gibt es natürlich dann, wie gesagt, im separaten Video nochmal alle Verbesserungen, wo ihr die findet. Und die hier ist extrem nützlich, denn ihr habt damit die Möglichkeit, ja, mehr Munition mit rumzuschleppen. Und mehr Munition ist immer eine gute Sache, würde ich sagen. Und jetzt habt ihr auch gesehen, von innen konnten wir jetzt die Tür verriegeln und so kommt man dann von vorne da rein. So, dann haben wir hier diese kleine Tankstelle. Auch die kleine Tankstelle hat wieder für uns eine Verbesserung und eine Notiz parat. Wir holen erstmal die Notiz, weil das ist der Grund, weswegen wir hier sind. Einmal wieder kurz im Kreis geschaut. Tankstelle, wie gesagt, unverkennbar. Hier gab es auch gerade noch ein paar Banditen, die haben wir schon weggemacht an dieser Stelle. Und dann, wenn wir hier hinten reingehen, dann geradeaus hier, da müssen wir das Schloss aufschießen. Brauchen wir einfach nur aufzuschießen, dann können wir hier die Verbesserung mitnehmen, dass wir mehr Wurfmunition mitnehmen können. Das ihr, müsst ihr euch aber entscheiden, ne? Also ihr könnt entweder mehr Wurfmunition oder mehr normale Munition, nicht beides. So, und dann haben wir hier neben gleich die verwitterte Notiz Nummer 8 hier an dieser Stelle eingesammelt. So, von der Tankstelle weg geht es zur nächsten Postkarte, zur vorletzten Postkarte bereits. Und zwar auch hier hinten beim Safehouse. Dort ist es. Müsst ihr natürlich vorher gefunden haben, sonst wird es euch nicht als Safehouse auf der Karte angezeigt. Das weiß ich nur, weil ich eh schon mal in der Bude drin war. Und dann gleich geradeaus durch die Tür drauf gucken wir direkt auf die vorletzte Postkarte des Spiels drauf. Des Spiels, des Levels natürlich, des Levels, des Spiels. Guti, schön wär's, ne? Nein, wir haben doch eine ganze Menge mehr zusammen, keine Sorge, Leute. So, dann hier unten. Jetzt sind wir also hier unten rechts auf der Karte angekommen. Wie gesagt, Sortierung war nach Möglichkeit so gut wie nur irgend geht. Und dann müssen wir einmal hier so einen kleinen Kletterparcours machen. Da lassen wir mal kurz den Super Mario hier raushängen. Und klettern hier lang, bis wir dann gleich auf der rechten Seite eine Leiter haben. Die Leiter hoch und dann stoßen wir schon fast direkt auf das Sammelobjekt. Da ist die Leiter. Einmal hier rauf und dann kommen wir zur verblassten Notiz, was Notiz Nummer 9 dann sein sollte auf eurer Liste. So, kurz Taschenlampe an, dann kann man das Ding besser sehen. Da leuchtet, neue Notiz aufgenommen. Und noch eine Waffe mit ganz vielen Upgrades dran. So, verblasste Notiz, da ist er. Und damit geht es weiter zum blutigen Tagebuch. Und zwar hier ganz unten in der Ecke, hier neben diesen Silos. Ich glaube, das ist ein extrem markanter Punkt, diese Silos. Sind natürlich drei nebeneinander, müsst ihr schon genau auf der Map gucken, wo das Ganze ist. Dann hier einmal das Schloss aufschießen, rein in die Bude. Und dann
Ja. Na Mensch, Chemikalie weg. So, Notiz, blutiges Tagebuch. Da haben wir es. Notiz Nummer 10 ist damit auch eingesackt an dieser Stelle. Und wir kommen zu dieser kleinen Mini-Insel hier in der Mitte. Wirklich kleine Mini-Insel. Es gibt keinen Grund, es gibt null Grund, hier hinzufahren. Auch dort finden wir eine Notiz. Nein, ihr fragt jetzt nicht, wie viele Stunden habe ich gebraucht, um das Ding zu finden. Ewig kann man es ungefähr nennen. Hier nochmal ganz kurz, hier in der Mitte. Ne? Also hier schön auf dem Wasser, in der Mitte, so eine ganz kleine Insel. Müsste also auch mit dem Boot hinpaddeln. Und dann liegt dort die Notiz eines Banditen. So, noch einmal hier so im Kreis geschaut. So, und dann hier auch kleine Insel. Und zwar, wenn ihr den See sozusagen weitergepaddelt seid, gibt es hier nochmal eine kleine Insel, wo diese Bude hier drauf ist, da geradeaus durch, hinten links, links. Und dann sind wir auch schon beim Sammelobjekt. So, einmal links, nochmal links. Hier noch nicht links, da noch ein bisschen geradeaus durch. Und da links, genau, ganz viel links, finden wir Patientenbuch Notiz Nummer 12 an dieser Stelle. So, und hier sind wir jetzt auch Storyverlaufmäßig angekommen. Also hier sind wir vom Storyverlauf. Ihr kommt hier später wieder rein. Wenn ihr das Ding vergessen habt, kommt ihr später wieder rein. Aber solltet ihr am besten gleich mitnehmen. Hier an der Seite direkt gibt es auch einen Erfolg. Dafür gibt es ein kleines eigenes Video von mir natürlich. Aber direkt hier neben dem Erfolg sozusagen, also hier, findet ihr das dicke Bestandsbuch Notiz Nummer 13. Und dann kommen wir zur letzten Postkarte, nachdem wir gerade die letzte Notiz hatten. Und zwar dann, wenn es Richtung Ende geht. Richtung Ende, hier stehen normalerweise ganz viele Jünger herum. Wir sind dort aus dem Fahrstuhl gekommen. Hier standen ganz viele Freds rum. Und dann einmal geradeaus hier hoch. Das ist der Weg, ohne irgendwelche Türen aufzumachen. Dann hier gleich wieder die Treppe runter links. Und dann haben wir hier die letzte Postkarte. Das war's, ja. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, mit Glocke aktiv und Abo, verpasst ihr hier kein neues Video. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.